stepping lines like I'm some big cat. Dollars, yeah, big amount. Hold these bags and buy going up. They don't even need to know what's rap to be blowing up. Guess I should be dropping lines like I'm some big cat. Dollars, yeah, big amount. About going up. They don't even need to know what's rap to be blowing up. Guess I should be jumping lines like. Er wird heute im Fokus stehen, denn der hat in den letzten drei Partien drei Tore gemacht. Kann er heute daran anknüpfen? Wir sind live dabei, bleiben Sie dran. Willkommen zu diesem Spiel heute Abend, liebe Zuschauer. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Ihre Kommentatoren heißen natürlich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Uns erwartet hier heute ein Gruppenspiel aus der UEFA Champions League. Das müsste eine klasse Partie werden hier. Ein wichtiges Gruppenspiel in diesem Wettbewerb. Wolf, da wollen natürlich beide heute überzeugen. Beide wollen den Sieg, ist ja klar. Du brauchst natürlich die Punkte, von daher dürfte es interessant werden. Da ist die Startaufstellung der Gastgeber. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Mit dieser Aufstellung geht 1860 München ins heutige Spiel. Und damit steigen wir ein in die erste Spielhälfte in diesem Gruppenspiel der UEFA Champions League. Außen ist Platz. Ja, der Schuss jetzt. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Er hat den Ball. Ja, aber die Parade vorher, die war sensationell. Ball erstmal weg. Das Pressing ist da. Der Ober, der fordert den Ball. Da ist der Ball jetzt weg. Guter Vorstoß jetzt. Die Chance jetzt. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Die Ecke kommt. Gut gemacht. Absolut sicher bei dieser Ecke. Auf ihn könnte es hier heute ankommen. Er hat in den letzten drei Spielen dreimal getroffen. An diese Leistungen will er auch heute wieder anknüpfen. Ist ja völlig klar. Hält diesen Ball und an Pfosten.
Tolle Parade. Da lag das frühe Tor hier in der Luft. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Jetzt ist es gefährlich. Den hält er super. Jetzt der Eckball. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja, ne? Ja. Kein Grund zur Aufregung, den hat er nicht richtig getroffen. Muss er abhaken. Er ist weiter am Ball, Abwehr tut sich schwer. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Zieht einfach mal ab. Weiter gefährlich nach dieser Parade. Wunderbarer Konter und auch das Tor war richtig gut. Wolf, was für eine Szene, was für ein Angriff aus dem Lehrbuch. Er ist da noch dran, aber es reicht nicht mehr. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Geht dazwischen. Jetzt müssen Sie aufpassen. Ganz stark abgeblockt. Chance auf den Ausgleich. Super Parade, klasse gehalten. Jetzt die Ecke. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Weiter gefährlich hier. Das war eng, aber er hat ihn. Gefährliche Szene. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. So, Ecke kommt. Gutes Pressing jetzt. Ballgewinn, gefährliche Position. Machen Sie jetzt gut. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Da passt er auf.
Jetzt ist die Kugel weg. Da ist Platz für den Konter. Ja, da gehen sie sofort drauf, holen sich den Ball. Der Ball ist weg. Aus dieser Konterchance können sie nichts machen. Nicht einfach. Der Schuss war klasse. Eckball. Eck in den Strafraum. Oh, kein Tor. Was für ein Kopfball. Er hätte ein Tor verdient gehabt, aber wir sehen es, der Ball geht am Ende knapp daneben. Super durchgesetzt. Das ist die Chance. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Gibt Eckball und vielleicht können sie die Führung ja ausbauen. Ecke kommt in die Mitte. Da passt er auf. Ball geklärt. Foul. Wird Freistoß geben. Er beschwert sich auch überhaupt nicht. Gut vom Schiedsrichter. Er ermahnt den Spieler, anstatt gleich die Karte zu zeigen. Und wir sehen, Kommunikation ist wichtig auf dem Platz. Der Spieler weiß jetzt ganz genau, dass er aufpassen muss. Jetzt ist es gefährlich. Da zieht er ab. Ball ist nicht drin. Klasse Pass jetzt. Vielleicht jetzt. Macht sich ganz lang. Was für eine Parade. Die Fans hoffen bei der Ecke jetzt auf den Ausgleich. Ecke kommt in den 16er. Jetzt haben sie den Ball verloren. Gutes Dribbling jetzt. Abwehr muss aufpassen. Da ist die Chance. Das Tor. Und jetzt ist das Spiel wieder offen. Präziser Abschluss hier. Ja, ja, unter die Latte das Ding. Klar, er ist frustriert. Weg ist die Führung. Jetzt muss er vielleicht mal die ein oder andere Umstellung vornehmen. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Enorm enges Spiel, auch was den Ballbesitz angeht. Aber ich habe das Gefühl, hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Beide machen Druck. Wird das seine Torchance?
Ball im Seitenaus, gibt jetzt natürlich Einwurf. Kommt jetzt die Flanke rein. Den hält er super. Die Ecke kommt rein. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Chance zur Führung. Jetzt haben sie es. Sie führen hier. Schau noch mal auf das Tor, nimmt die kurze Ecke und da rechnet nicht jeder mit. Drin ist der Ball. Ja, das ist clever gemacht, das ist ein schönes Tor. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. So langsam wird es gefährlich. Was für eine Chance. Glanzparade. Tolle Aktion. Was für ein Wahnsinnsreflex. Ecke kommt ins Zentrum. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Neumann. Starker Zweikampf. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Aber wir sehen's. Ballverlust. Mit der Grätsche holt er sich den Ball. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Ballverlust. Da ist der Ball weg. Der Ball ist weg. Gibt es jetzt einen Gegenangriff? Ja, setzt sich schön durch. Da haben sie die Chance. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da. Aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. So, da wird es angezeigt. 4 Minuten zusätzlich sehen wir noch. Ist hier immer noch am Ball. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Sie holen sich den Ball. Gut, wie er den Ball abblockt. Die nächste Ecke, nochmal eine gute Gelegenheit. Vielleicht können sie diese Ecke zum Anschlusstreffer nutzen. Die Fans hoffen drauf. Wow.
Eck in den Strafraum. Gehalten, aber sonderlich schwierig war das am Ende ja dann auch nicht. Neumann. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Sie machen zu, machen das gut. Der Angriff wird unterbunden. Die erste Hälfte war klasse. 3:1 steht's. Es gab einige Torraumszenen. Darf gerne so weitergehen. Richtig gute Partie heute von ihm. Der ist heute richtig gut drauf. Mit dem kommen Sie überhaupt nicht zurecht. So, liebe Zuschauer, viel Spaß mit der zweiten Spielhälfte. Wir steigen nach der Pause wieder ein in dieses Gruppenspiel der UEFA Champions League. Da pfeift der Freistoß. Oh, nee, das war kein guter Freistoß. Ja, aber auch kein Wunder bei der Distanz. Das ist nicht sein Spiel bis hierhin, das kann er besser. Ihm fehlt so ein bisschen die Bindung zum Spiel, so kann er kein positiver Faktor sein. Michael Sacek. Fairer Einsatz hier. Unaufhaltsam. Sie können es machen. Brillant gemacht. Die sind richtig gut drauf heute. Ein weiteres Tor. Und der Gegner muss aufpassen, dass ihm das hier nicht komplett entgleist. Vier-eins jetzt also. Und er geht an ihm vorbei. Ganz alleine. Er hat den Ball gehalten, aber Szene geht weiter. Ja, schön geklärt erstmal. Die Gefahr bereinigt. Einer der wichtigsten Gründe für diese klare Führung ist die Chancenverwertung. Die ist natürlich überragend. Der Trainer mit Sicherheit zufrieden. Ja, das sieht gut aus. Oh, das war knapp. Toller Schuss, strammer Schuss. Am Ende nicht vom Erfolg gekrönt. Jetzt ist die Kugel weg. Schöner Steilpass. Er holt sich den Ball. Da macht er fast das Tor mit diesem Hammer. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können.
Neumann. Wichtiges Tackling hier. Ballverlust. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Richtig, dass er hier pfeift. Das war ein Foul. Freistoß aus der Distanz, aber echte Gefahr kommt nicht auf. Und so bleibt es erstmal bei diesem Spielstand. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Was macht er draus? Kein Tor, der Torhüter ist da. Oh, sie lassen diese Chance liegen. Ja, so kannst du ihn natürlich nicht überwinden. Das war überhaupt nicht konsequent. Harter Schuss, aber Ball geht neben das Tor. Knappe Angelegenheit, also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Ich weiß nicht, ob wir hier die Wiederholung noch gebraucht hätten. War ja eigentlich in Echtzeit schon recht deutlich. Ja, aber so gibt es dann eben keine Diskussionen mehr. Michael Sacek. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. Da ist der Ball weg. Da wäre der Platz, um zu flanken. Ball kommt etwas zu hoch bei diesem Flügelwechsel. Einwurf. Vorne jetzt die Balleroberung. Könnte jetzt was werden. Das ist jetzt eine Chance. Da geht er weit am Tor vorbei. Verteidigt da den Ballbesitz. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Da ist der Ball dann doch weg. Da müssen sie mehr draus machen. Der Ober, der fordert den Ball. Jetzt hätte er Platz zum Flanken. Sieht gefährlich aus. Abgefangen, gut gemacht. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Sie holen sich hier den Ball. Jetzt der Schuss. Ball ist nicht drin. Das war eine Riesenparade gerade. Eine klasse Szene. Da kann er sich den Ball holen. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Gut gemacht. Er hat den Ball erobert. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt, Ball ist weg.
Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Jetzt wird hier gewechselt. Gut verteidigt. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Und jetzt ist der Ball weg, die Szene damit erstmal geklärt. Das macht er ganz energisch. Geht dazwischen. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Schöne Aktion. Jetzt hat er den Ball wieder. Kann er den Ball behaupten? Und er pfeift dann doch noch ab. Genau richtig reagiert, denn aus dem Vorteil wurde doch nichts. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Ah, das sieht gut aus. Das ist die Chance. Der Ball ist drin. Vom Pfosten geht der Ball ins Tor. Da hat er Glück beim Abschluss. Ja, der Ball hat den Pfosten noch berührt. Jetzt also der Spielstand. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Da gewinnt er den Zweikampf. Gefährlich jetzt. Sie geben noch mal alles, machen das Tor, aber das ist zu spät, oder? Ich fürchte, ja, Wolf, schauen wir auf die Uhr. Hilft das hier noch? Ich habe da meine Zweifel. Mit diesem Treffer ist das Resultat ein Stück weit freundlicher für Sie, Buschi. Aber natürlich nur ein schwacher Trost. Sie werden enttäuscht sein, dass Sie hier so deutlich unterlegen waren. Meinetwegen kann es so weitergehen. 5:2 steht es momentan. Macht er gut. Sehr dribbelstark. Da sehen wir es wieder. Gehalten. Szene geht weiter. Super Parade erst und jetzt die Gefahr bereinigt. Jetzt hat er den Ball. Ja, und diese Szene gerade, die war natürlich sensationell. Also wie er den Ball hält, das ist Wahnsinn. Die Fans haben sich das heute auf jeden Fall anders vorgestellt. Buschi. Ja, Wolf, das ist Schockstarre hier im Moment. Selten, dass es so leise ist. Schönes Pressing jetzt. Sie holen sich den Ball. So langsam wird's gefährlich. Da macht er fast das Tor mit diesem Haber. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können.
gut dazwischen gegangen. Das wird gefährlich. Da kommt der Schuss. Schön, wie er diesen Ball abblockt. Ganz energisch, sie kämpfen um den Ball. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Die Ecke kommt. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Jetzt vielleicht. Das ist der Treffer. Sie hatten natürlich die Chance, diese Szene zu unterbinden, aber ja, dieser Befreiungsschlag ist zu schwach. Und dann darfst du dich nicht wundern, wenn der Treffer fällt. Das war dann schon eher eine Einladung. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Die Chance jetzt. Fällt das Tor doch noch? Was für ein Tor! Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Wir schauen nochmal auf das Tor und da sehen wir, ja, wenn das irgendwie anders hätte geklärt werden können, Konjunktiv, dann wäre die Situation erst gar nicht entstanden. Aber so passiert es dann doch. Das war's für heute. Die Gäste holen sich hier den Sieg. Klarer Sieg also am Ende. Spannung, naja, das sieht dann doch anders aus. Das war eine echte Demonstration. Er war heute aus meiner Sicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Wie siehst du es, Buschi? Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Some questions regarding the match. That'll be all, thank you.